Du willst dich selbstständig machen und den Gründungszuschuss dafür nutzen? Nun, dann brauchst du die fachkundige Stellungnahme einer fachkundigen Stelle. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, für Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr kommen Hunderte von Menschen zu uns und wollen Unterstützung haben bei ihrer Unternehmensgründung, beim Wachstum oder schließlich beim Verkauf. Und ganz häufig sind auch Gründer dabei, die Gründungszuschuss beantragen und eine fachkundige Stellungnahme brauchen. Und deshalb werde ich dir heute die wichtigsten Tipps zeigen, die du bei der Auswahl der fachkundigen Stelle beachten solltest. Das erste Wichtige, was du wissen solltest, dass die fachkundige Stellungnahme eine Art Gutachten schreibt, damit die Agentur für Arbeit den Antrag, den du einreichst, überhaupt bearbeitet. Denn dort in der Agentur für Arbeit, nun, da sitzen weder Unternehmer noch gelernte Unternehmensberater. Deshalb holen sie sich eine externe, dritte Stelle, eine Meinung ein, die das bewertet. Und die bewertet die Tragfähigkeit. Tragfähigkeit bedeutet, dass dein Unternehmen sich nicht nur selbst trägt, also Break-Even erreicht hat, sondern dass so viel übrig bleibt unterm Strich, dass du deine privaten Lebenshaltungskosten von tragen kannst. Und hier ist ein großes Geheimnis, was nicht jeder Steuerberater oder Unternehmensberater oder sonstige Stelle auch weiß. Das Arbeitsamt achtet darauf, dass du innerhalb der ersten 6 Monate dieses Ziel der Tragfähigkeit erreicht hast. Und solltest im 5. oder 6. Monat so viel Überschüsse haben, dass du davon leben kannst. Hast du die aber im 1. Monat? Nun, es kann sein, dass das Arbeitsamt dich dann ablehnt, weil dein Unternehmen schon vom 1. Monat tragfähig ist. Du brauchst also keinen Gründungszuschuss. Der zweite wichtige Tipp, den ich dir geben kann bei der Auswahl der fachkundigen Stelle, ist, dass diese auch kontrolliert, dass dein Finanzplan so aufgebaut ist, dass du eine Chance hast, den Verlängerungsantrag für Gründungszuschuss nach 6 Monaten zu beantragen. Denn dort lauern nochmal 2.700 Euro, also 9 mal 300 € auf dich für deine Sozialkosten, für deine Versicherungskosten. Und hier ist es wichtig, dass der Finanzplan auch nicht so gut aufgestellt wird, dass du theoretisch ab dem 7. Monat überhaupt keine Förderung mehr benötigst. Weiterhin kann es hilfreich für dich sein, dass du vielleicht ein Existenzgründungsseminar über 2 oder 3 Tage besuchst. Die gibt es auch in den Abendstunden und am Schluss kriegst du ein Zertifikat. Und wenn du dieses Zertifikat beilegst, dann hast du noch ein paar Extrapunkte gesammelt aus der Sicht der Agentur für Arbeit bei der Vorbereitung auf deine Selbstständigkeit. Die Wahrscheinlichkeit deines Erfolgs steigt also damit und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass du den Gründungszuschuss bewilligt bekommst. Was auch wichtig ist, dass du bei der Auswahl der fachkundigen Stelle darauf achtest, wie hoch die Kosten sind. Denn die können schnell mal von 50, 80, 100 bis 250 Euro hochgehen, je nachdem, ob du eine kleine oder eine große fachkundige Stellungnahme brauchst. Und die gute Nachricht ist, es gibt von der Agentur für Arbeit ein Förderprogramm. Dieses Förderprogramm, das kannst du mit dem AVGS-Gutschein beantragen. Und dann übernimmt sogar die Agentur für Arbeit die Kosten für die fachkundige Stellungnahme. Die Voraussetzung für die Kostenübernahme ist, dass du vorher einen Gutschein beantragst beim Sachbearbeiter, deinem Sachbearbeiter im Arbeitsamt. Und dafür wiederum ist die Voraussetzung, dass du als nächstes ein Beratungsunternehmen hast, das nach AZAV zertifiziert ist, so wie wir als X-Group beispielsweise das sichergestellt haben. Und dann kannst du auch 60 bis 80 Beratungsstunden beantragen für die Erstellung deiner Unterlagen, Businessplan, Finanzplan und auch für das Tragfähigkeitsgutachten, die fachkundige Stellungnahme. Weiterhin solltest du bei der Auswahl der fachkundigen Stelle darauf achten, dass es eine kleine und eine große fachkundige Stellungnahme gibt. Die kleine, nun, das ist einfach das Ausfüllen hier dieses kleinen Zettels. Nun, das dauert 5 Minuten, ein paar Kreuzchen zu machen, Unterschrift und einen Stempel. Aber das alleine will die Agentur für Arbeit in der Regel nicht mehr sehen. In der Regel wünsche ich die Agentur für Arbeit einen lyrischen Teil, einen Aufsatz über mindestens 2 oder 3 Seiten, wo dann da abgebildet ist vom Gutachter, weshalb er glaubt, dass deine Unternehmung erfolgsversprechend ist, weshalb sie tragfähig ist, wann sie tragfähig ist, wer du als Unternehmerperson bist und weshalb das Geschäftsmodell im Markt Sinn macht, Platz hat und dann wirtschaftlich erfolgreich werden kann. Zusammengefasst, achte also darauf, dass du eine fachkundige Stelle findest, die förderfähig ist, die kleine, aber auch die große fachkundige Stellungnahme schreiben kannst und die vielleicht auch die Möglichkeiten hat, dich darauf hinzuweisen, wie der Finanzplan aussieht und das auch weiß und dich auch davor warnt, den falschen Finanzplan abzugeben, der dann dazu führt, dass du eine Ablehnung vom Arbeitsamt bekommst. Hier ist es wichtig, mit routinierten Beratern zusammenzuarbeiten, die das vielleicht täglich machen. Und ich lade dich gerne ein, jetzt einen Gutschein auch zu beantragen für ein kostenfreies Erstgespräch, damit wir dir zeigen können, wie wir dir helfen können. Gerne aber kannst du den Kanal auch abonnieren und uns weiterempfehlen. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen.
Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.